Hallo und herzlich willkommen auf dem neuen Thermomix YouTube-Kanal. Ich bin die Hanna und das ist die liebe Eva. Die ist Rezeptentwicklerin bei Thermomix und hat heute ihre Eigenkreation mitgebracht, und zwar ein persisches Pesto mit ganz vielen leckeren Zutaten. Genau, und wir brauchen heute dafür Pecorino, Mandeln, getrocknete Tomaten, Sesam, lecker. Datteln, ganz wichtig, und Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer und natürlich Öl. Und du kennst es auswendig. Und ich kann es auswendig. Und das kochen wir nicht nur mal, sondern wir kochen das mit Cookie Doo. Okay, ich würde erzähl das, mal, was machen wir, wie müssen genau, wir das? Also ich würde das vielleicht mal kurz zeigen. Mit Cookie Doo heißt, wir haben das Rezept komplett auf dem Thermomix drauf und müssen nichts, brauchen kein extra Gerät. Genau, genau. Mit dem Cookie. Das ist unsere App, Cookie Doo. Und ich würde jetzt einfach mal das persische Pesto suchen. Ach, da ist es schon. Genau. So, ich habe jetzt schon eine Rezeptliste angelegt, die heißt Schenk mal was Tag. Mhm. Das würde ich jetzt passend einfach mal da rein. Tag. Genau, passend zum Tag. Zu meiner Rezeptliste hinzufügen. Mhm. Schenk mal was Tag, bestätigen. So, das war es eigentlich schon, was wir hier machen müssen. Das, okay, einzige, das war einfach. Ja, das war ganz einfach. Wie kriegen wir es jetzt rüber? Genau, wir müssen einfach mal kurz auf den Synchronisationsbutton hier drücken. Verbindet das geht jetzt, sich. Das geht jetzt eigentlich super schnell. Und schaut gut aus. Synchronisierung läuft. Das Zack. War der Ton. Sehr das gut. Das war's. Okay, das war echt einfach. Gut, das könnte ich, glaube ich, auch hinkriegen. So, was machen wir als erstes? Also, ich habe jetzt das Rezept schon so weit vorgeklickt, dass wir eigentlich die erste Zutat reinmachen können. Hier sehen wir einmal kurz die Zutaten. Genau. Das finde ich auch jetzt echt das, so genial. Nee, das ist schon die erste Zutat, okay, die wir reinmachen. Alles genau. Klar. 100 Gramm. Jetzt würde ich nochmal kurz tarieren, damit wir auch wirklich auf Null sind. Möchtest du den Käse reinmachen? Ja, ja? Dann, gerne. Ich liebe Käse. Und ich finde, ein Pesto muss auch ordentlich Käse haben. Das stimmt. Das ist. Ach, glaub, perfekt. Das war schon, genau. Super. Sehr gut. Dann magst du es gerne ein bisschen würziger? Würzig heißt so. Bisschen Knoblauch. Ja, vielleicht. Ich liebe Knoblauch. Dann würde ich jetzt vom Rezept abweichen und noch eine Knoblauchzehe mit reinmachen. Das finde ich auch sehr lecker, habe ich letztens den Tipp bekommen. Dann geht es weiter mit 120 Gramm Mandeln. Mh. Toll, das sind alles Zutaten, die ich liebe. Ich bin sehr gespannt. Schreibt doch mal euer Lieblings-Thermomix-Gericht in die Kommentare. Dann geht's direkt weiter. Okay. Und draufsetzen. Geht's mit eins der Kleinen. Das ist eigentlich alles beschrieben, was man machen muss. Das ist sehr einfach. Ich muss jetzt noch bis zu diesem Dreieck drehen. Mhm. So, ich mach das und dann jetzt einfach mal. Und jetzt dann wird's kurz ein bisschen. Bisschen lauter. Genau. Okay, alles klar. Das ging super schnell. Das ging jetzt echt flott. So, ich mache jetzt mal kurz hier weiter. Brauchst du Hilfe? Ich schaue, dass ich dich nicht so ablenke. Mal, wenn ihr Fragen habt an Eva zum Thema Rezepte allgemein, zu diesem Rezept hier oder vielleicht auch, wie so der Alltag einer Rezeptentwicklerin eigentlich aussieht, dann stellt die doch gerne direkt in den Kommentaren. Yummy. Oh, sehr gut. Datteln. Funktioniert auch. Zwei Teelöffel Oregano. Oregano. Möchtest du? Ja, sehr gerne. Ich helfe dir gerne gut. Ein bisschen. Nicht, dass ich hier nur alleine komme. Also dann kann ich zumindest sagen, ich habe mitgeholfen. Teelöffel. Genau, ich stelle das mal ein bisschen weg. Ja, und weiter. Dreiviertel Teelöffel Salz. Mhm. Das kriege ich auch hin. Aber es ist jetzt, also wir haben jetzt die Zutaten zur Folge gegeben, aber du kannst natürlich ein bisschen abweichen nach genau, Belieben, jeder wie er es gerne mag. Der eine mag es ein bisschen würziger, der andere ein bisschen süßer, dann kann er ein bisschen mehr Dattel reinmachen. Also, das finde ich super. Das kann man ganz individuell. Jeder hat ja irgendwie auch einen anderen Geschmack und dann kann man das individuell anpassen. Das finde ich gut. Dann einfach ein bisschen Pfeffer. Da kannst du einfach, ja. Je nachdem, so wie scharf, ne? Genau, wie du scharf möchtest. Genau. Magst du es gerne scharf? Ich mag es gerne scharf, ja. Dann? Ich glaube, das genau das reicht. So, weiter, genau. Oh, ich muss noch mal. Ah ja, genau. Ja. Nee, passt schon. Du schenkst wahrscheinlich nur noch aus dem Thermomix, oder? Ja. Ja, wir haben ja so viele Rezepte und so viele Ideen entwickelt. Da ist es eigentlich normal, dass ich auch vieles aus dem Thermomix verschenke. Muss man einfach mal sagen, Essen macht glücklich. So einmal zumachen. Ja, genau. Weiter. So, und jetzt musst du wieder nur auf das Dreieck einmal drehen. Und dann geht's, los. 7 Sekunden, ist schon alles voreingestellt. Okay, das ist ja ganz einfach. Ganz, ganz einfach, wirklich. Jetzt habe ich nochmal die zerkleinerte Käse, Mandel, Knoblauch-Mischung reingetan. Dann nochmal 20 Gramm Sesam. Oh, ich möchte gerne. Auch noch mal. Du, es macht Spaß. Okay, ich will auch mitmachen. So. Okay. Jetzt noch einmal. Weiter geht's. Olivenöl. Sie ist wirklich gut. Ich habe schon ein paar von ihren Rezepten ausprobiert. Und wir haben auch ein bisschen getrödelt, weil wir ein bisschen gequatscht haben. Ich würde jetzt noch einmal drehen. Dann sind wir, glaube ich. Okay.
Jetzt rühren wir es noch einmal. Und dann kommt es in die Gläser schon rein. Genau. Ich finde, Pesto ist so ein tolles Geschenk, weil es geht so schnell, aber du machst jemandem damit so eine große Freude. Weil es hält sich ja auch ein bisschen länger. Ja, ich würde sagen, auf jeden mindestens 2 Wochen. Das ist super. Also. Ich meine, gut, bei mir wird sich das nicht so lange halten. Aber vielleicht kann ich mal ganz kurz zeigen, wie schön das aussieht. Zeig das mal, genau. Ich bin so neugierig. Das will ich auch noch mal kurz probieren. Aber ich würde fast sagen. Dieses Aroma. Das ist sehr. Eine Kreuzkümmel ist auf jeden Fall intensiv. Und der Knoblauch schmeckt man jetzt auch raus. Okay, wir beide haben es gegessen, also können wir uns heute noch nahe kommen. Genau. Und das ist auch ein bisschen scharf, ne? Ja, ein kleines bisschen, aber das mag ich. Ich mag das auch gerne. Je nachdem. Du würdest jetzt, hast du gesagt, ja, einfach oben einfach eine Schicht sonst Olivenöl noch machen. Genau, das können wir theoretisch jetzt auch noch machen. Könnten wir theoretisch machen. Bei allen. Wir doch einmal ausprobieren. Ein bisschen glatt drücken, also dass die Luft halt raus ist. Ich drücke das einmal glatt. Ein bisschen Olivenöl drauf. Oh, toll. Dass es einfach oben bedeckt ist. Und wenn man dann was benutzt, dann kann man immer noch mal wieder was draufschütten. Also man rührt dann, man holt es einfach mal raus. Dann streicht man es wieder glatt. Einmal zu. Das hier ist gut. Das Glas jetzt noch fertig. Gut, dann würde ich sagen, wir machen ja Geschenke daraus. Wir müssen sie noch ein bisschen verzieren. Da haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben einmal hier die Etiketten. Die gibt es ja jetzt professionell zum Ausdrucken auf eurer Homepage. Die sieht echt richtig hübsch aus. Und es hat total Struktur, also sieht super edel aus. Und hier hast du halt die Möglichkeit, Thermex Etikettendesigner, kannst du reinschreiben, für wen, an wen du das verschenkst oder von wem es ist, was es ist. Vielen Dank fürs Babysitten. Seit neuestem gibt es bei uns Etiketten, die man im Druckshop direkt bestellen kann. Also hier im Druckshop bestellen? Genau. Da klicke ich einmal drauf und dann ist es zack. Genau. Und schon habe ich es ein paar Tage später zu Hause. Wenn ich jetzt aber sage, nee, ich habe keine Zeit dafür, dann kann ich es mir auch selbst ausdrucken. Genau. Aber wir haben es jetzt hier einmal mit Sticker, ich würde sagen. Ja, los geht's. Der Schenkmal-Was-Tag, das ist ein Tag, der quasi, an dem Tag soll man einfach mal aufgefordert sein, seinen Liebsten, seiner Familie, Freunden, Nachbarn einfach mal ein kleines Geschenk zu machen. Man sagt ja auch viel zu selten mal Danke. Ja, das stimmt. Genau, und die Idee, die hatten wir eigentlich so auch aus unserer Community, also die hat uns ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, die verschenken sich so oft Sachen gegenseitig und dann sind wir auf die Idee gekommen. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie so dein Alltag aussieht als Rezeptentwicklerin? Also mein Alltag ist sehr abwechslungsreich natürlich, wie man sich vorstellen kann. Ein toller Job. Ja. Man ist super kreativ. Das glaube ich. Also du, ich habe wirklich einen Heidenrespekt, weil das ist, also du musst ja auch, du musst dir auch viele neue Rezepte überlegen. Mhm. Also du musst ja auch wirklich auf Knopfdruck kreativ sein irgendwie. Das stimmt, genau. Deswegen haben wir auch ein sehr großes Team und wir tauschen uns auch viel aus. Oder jemand bringt eine neue Idee an und dann entwickeln wir das halt im Kopf weiter, bis es dann wirklich mal in die Entwicklung geht. Also kann man eigentlich nicht sagen, dass ein Rezept nur von dir kommt? Oder? Nee, das kann man eigentlich in der Regel nicht sagen. Also es ist schon so kollektionsbezogen. Mhm. Aber natürlich, wenn jemand eine Idee hat für eine Kollektion, dann sind wir alle dankbar. Ein Team. Ja, tolle Geschenkidee. Wir haben, also wenn du nicht dich verplapperst zwischendurch, dann hast du das in 10 Minuten gemacht, glaube ich. Ja, das geht super schnell. Das ist genial. Es gibt einmal die Woche leckere neue Rezepte hier auf dem Kanal. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt doch einfach hier auf Abonnieren. Und hier könnt ihr euch das Video angucken zu schwedischen Blaubeerkonfitüre. Auch sehr lecker. Bis gleich, tschüss.